Dynamisch, anders und querdenkend. Wissbegierig, innovativ, cool, erfolgreich. Hypermultitasking. Jung, innovativ, neutral. Seit 10 Jahren, erfreulicherweise auch in Österreich. Wien, Graz, Wattens. Dieser Teamgedanke und dieser Netzwerkgedanke, das ist, glaube ich, auch was Fraunhofer auszeichnet. Ich denke, es ist diese Industrienähe, die Fraunhofer hat. Wir sprechen die Sprache der Industrie, verstehen deren Bedarfe und haben einen enormen Schatz an Technologiewissen, den wir Industrieunternehmen verfügbar machen. Die Gründerväter von Fraunhofer haben sich überlegt, man braucht etwas, das diese Grundlagenresultate abholt und sie in die Wirtschaft transportiert. Die Stärke von Fraunhofer in Wien ist die Kombination aus industrieerfahrenen Mitarbeitern mit jungen, innovativen Forschern aus dem Bereich der Naturwissenschaften. Für mich sind es 3 Dinge. Das schnelle Einarbeiten in komplexe Sachverhalte, die strukturierte Vorgehensweise bei der Erarbeitung von Lösungen und deren Darstellung und die Exzellenz für die Kunden, sprich das Streben nach dem bestmöglichen Ergebnis. Vor allem, weil wir immer ein Stückchen vorausdenken, was der nächste Trend ist. Wir haben in den letzten Jahren uns ganz neue, innovative Methoden angeeignet und sind immer am Puls der Zeit mit unseren Methoden. Und noch dazu decken wir in Österreich Produktion, Logistik vollständig ab. Wir von Fraunhofer werden tagtäglich in der Industrie mit Problemen konfrontiert. Unsere Aufgabe ist es, Lösungen zu entwickeln. Und dabei hilft es uns, dass wir sowohl Mathematiker, Informatiker als auch Maschinenbauer bei uns im Team haben und dadurch interdisziplinäre Fragestellungen beantworten können. Wir haben jetzt bei Fraunhofer Austria schon eine sehr enge Kooperation zwischen der Informations- und Kommunikationstechnik auf der einen Seite, Produktion und Logistik auf der anderen Seite, wo Aspekte wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Nutzung von Daten, all diese Aspekte eine sehr, sehr große Rolle spielen. Wir führen momentan eine Vielzahl von nationalen und internationalen Forschungsprojekten durch. Hier setzen wir unsere Themenschwerpunkte hauptsächlich auf Physical Internet, biologische Transformation oder auch Smart Maintenance. Was mich sehr motiviert bei uns sind, dass unsere Projekte nicht nur in der Schublade verschwinden. So machen wir zum Beispiel Fabrikplanung und können dann 2 Jahre später durch die fertige Fabrik laufen und sind dann stolz drauf. Hat mir so gefallen, dass ich dann sozusagen mich nach meiner Studienzeit auch für Fraunhofer entschieden habe als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Da stellt sich für mich einfach das Gefühl ein, dass ich in der großen Familie bin und das ist für mich der Fraunhofer-Moment jedes Mal. Ein wichtiger Moment ist sicherlich, wenn man was konzipiert hat und man drückt hinterher auf den Einschaltknopf und es funktioniert. Das ist super. Ich bin stolz darauf, eine super Truppe zu haben, die genau dieses Ziel, was wir haben, nämlich Innovation zu erzeugen, tagtäglich umsetzt, in erfolgreiche Projekte bringt. Durch seine Industrienähe hat enorm viel Bandbreite an technischen Erfahrungen, ist damit ein wertvoller Technologiegeber für kleine wie für große Unternehmen. Fraunhofer ist deswegen ein besonders guter Partner für uns, weil es den akademischen Hochschulbezug hat, aber auch den industriellen Praxisbezug. Fraunhofer Austria ist für uns ein unentbehrlicher Ratgeber und Wegbegleiter der Exzellenzentwicklung für EFA. Unternehmen sind bei Fraunhofer richtig, wenn sie keine Standardlösung benötigen, sondern eine individuell angepasste Lösung für ihr spezielles Problem. Im Auftrag der Zukunft sagt eigentlich alles. Es ist ja eine herausragende Aufgabe, die wir uns da gestellt haben und da fühlen wir uns gut wohl.